herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Control. Yay. Ja, ich wollte das Spiel schon gestern hochladen, aber das ging dann nicht, weil, ja, der Sound war zu schlecht, beziehungsweise man hat mich kaum gehört und ja, das war einfach kacke. Und gestern war ich den ganzen Tag unterwegs, deswegen konnte ich es gestern nicht neu aufnehmen. Musik war, glaube ich, ganz in Ordnung. Ich mach's mal so. Gut. So. Wir werden es in Deutsch spielen. Also ich habe schon gehört, dass die Synchro sehr miserabel sein soll. Und die halbe Stunde, die ich schon aufgenommen habe, es stimmt. Also die Synchro ist so richtig miserabel. Aber ich werde es mal probieren, eine Zeit lang. Und wenn es halt dann gar nicht mehr geht oder schlimmer wird oder euch stört, dann werde ich es auf Deutsch umschalten. Und jetzt wollen wir mal ein neues Spiel starten. Also ich sag euch dann, wann ich wieder blind bin. Also bis wann ich gespielt habe. Also das war wirklich nicht weit. So. Da muss ich noch einen Timer setzen. Weil mein zweiter Bildschirm ist kaputt. So, dann kann jetzt kann ich halt nicht sehen, wie ich aufnehme. Das ist das große Problem. Aber kurze Warnung. Oh. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film, diesem Gefängnisfilm, wie ist er noch gleich. Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild, es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig, es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal... manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? So, hallo. So, ist da jemand? Ja. Wir sind hier und ein fettes Haus voller, ja, voller Möglichkeiten, sage ich mal so. Genau, hier ist was zum Lesen.
Erinnerungen. Bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Jüngste Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Unerlaubte Waffen, Pager und so weiter. Gut, jetzt werde ich mal kurz schauen, ob die Aufnahme auch dieses Mal richtig läuft. Ja. Gut, ich glaube, wir... habe ich mich erschrocken, weil da jemand gelaufen ist. Gut. So, jetzt. Gut, hier geht's nicht weiter. Ja, ich weiß schon, wo es weitergeht, aber... ich will euch aber auch noch alles zeigen. Dieses Siegel. Lange her, dass ich das gesehen habe. Aber ich sehe es in meinen Träumen. So, jetzt habe ich den Ton ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, jetzt ist meine Stimme nicht zu laut. Ausgaben. Personalüberwachung, Datensende, Bau, Nebenaufgaben, Büromaterial, Hausmeisterkosten und so weiter. Hallo. Hallo. Ich werde bewacht. Okay. Gut. Wir könnten Feuerwehralarm machen. Gut. Das ist ein Doktor. Das ist der Hausmeister. Ist euch aufgefallen? Sie hat ja gesagt, dass wir uns belügen. Beziehungsweise sie belügen uns und wir belügen uns selbst. Und da war die ganze Zeit dieser Hausmeister. Da. Und den werden wir auch gleich sehen. Aber erstmal gehen wir da. Ich muss nämlich auf Klo. Bloop. So, fertig. So. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen. Wo liest sie das? Oh. Da geht's nicht rein. Da geht's rein. Ah. Oh, das habe ich letztes Mal nicht gefunden. So, oh, wow. Achtung an alle Mitarbeiter. Ein Hai in seinem blablabla, bla bla, obwohl sichere Genehmigung zum nach einfachem Protokoll erschießen. Viel Glück. Ein Hai. Ja, da hat sich wohl ein Hai verdünnisiert hier. Aber wurde ja erschossen. So. Hallo, wie Sie jetzt alle wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular A38 bei Ihren Vorgesetzten. So. Ich werde nicht immer alles lesen. Hallo? Oh nein, da ist er. Weil ich ein unglaublich schlechter Vorleser bin. Aber ihr könnt das Let's Play ja pausieren und das dann durchlesen. Hey, Entschuldigung. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna.
Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stellt ihr vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Vor allen Dingen, sie denkt alles. Also, was wir hören quasi ist, sind ihre Gedanken. Und der Arti hat... Oh, wow, schau mal, es sieht aus, als hätte er geputzt. Cool. Der Arti hat drauf geantwortet, was wir gedacht haben. What? Und die Synchro ist richtig geil. Also nicht, dass es nicht nur, dass es überhaupt null Synchronität hat, sondern die deutsche Übersetzung ist auch richtig gut. Es gibt Jobs für die Axt. Warte mal. Hier sind wir doch hergekommen. Warte mal. Hier kamen wir her. Jetzt ist hier leer. Wir kamen von da. Hä? Und jetzt ist da wieder der Eingang. Da kamen wir. Da sind wieder die hübschen Kameras. Und jetzt ist da ein Aufzug. Ja. Ein Haus voller Möglichkeiten. Und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Ja, natürlich. Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Vor 17 Jahren. Moment. So. So, jetzt kann ich wieder. Oh, Winnetou. Das ist ein interessanter Baum. Was für ein Baum ist das? Die Uhr geht nicht. So. Ja, das hatten wir schon. Security. Jetzt alles komplett leer. Hä? Was war das? Ah, da hinten. Ah ja, hier. Barbara, ich darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie für heute meine gesamten Termine ab. Für die restliche Woche. Ich kann Ihnen allen nicht vertrauen, Barbara. Keinen einzigen. Rau und Ranch. Das ist, glaube ich, der Direktor. Das ist natürlich auch eine coole Ansage. Ich kann keinen von ihnen trauen.
Das war ein fetter Knall. Shit. Shit, shit, shit. Ich soll sie aufheben? Die Mordwaffe? Echt? Anscheinend. Dieses Flimmern. Ui. Der Rat. Und das war's mit dem Poster. Okay. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVI, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt, ja, der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Sieh dir das an. So, ich weiß natürlich, worauf wir reden. Ich hab sie. Das war wohl ein gefälschter Test. Ups. Wieso springt die nicht? Warte mal. Ah, ach so, okay. Ich darf nicht zwei Tasten gleichzeitig drücken. Ah, okay, alles klar. Gut. Okay. So, jetzt spiele ich gescheit hier. Was ist denn los hier? Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Wisst ihr das? Ja, ich kann nicht springen. Und ich springe immer viel zu früh. Ja, also. Sonst schlag in die Fresse. Dieselbe Waffe. Dreimal gestorben. So, jetzt habe ich eine Waffe. Oh yeah. So, das ist ja nämlich richtig geil, dass die Waffe sich selbst selbst aufladet. Das sind nämlich hier Lebenselemente. Da kann ich mich wieder aufladen. Da kommt etwas. Die Bedrohung. Zerstörung der Behörde. Ein perverses Versteckspiel. Ein Angriff. Pflichten als Direktor. Die Behörde schützen.
nötig für das Überleben. Leiden, verpflichtend. Hast du das gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Sie... Draußen ist es ruhiger geworden. Ist das sicher? Wie, draußen ist es ruhiger geworden? Es war gar nichts hier. So, draußen war es die ganze Zeit ruhig.